Willkommen zurück hier bei Crash Bandicoot 2 und jetzt hole ich in Crash Crush mal schnell das Relikt. Ich habe es nämlich in einer Aufnahme vergessen. Leider versäumt, ist doof gelaufen, aber man kann ja auch Fehler im Leben wieder gut machen. Das ist ja das Allerschönste. Die Vergebung gibt es immer. Ja, ich höre mich jetzt an wie so ein frommer, gläubiger Christ, aber das sollte eigentlich gar nicht so wirken. Ich wollte jetzt viel eher eigentlich damit verdeutlichen, dass ich einfach gut drauf bin, genau. Ja, ich bin voll gut drauf, Alter. An irgendwas hat's hier gehapert, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. So, hier wird's natürlich jetzt wieder ein bisschen schwieriger. So, alles schön umgehen. Ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es noch schwierig wird. Wenn man jetzt erstmal diese Beschleunigungsdinger da hat. So. Boah. Krasser Abgrund. Auf jeden Fall. Übel, übel, übel. So, einmal hier drunter her. Das hat jetzt ein bisschen lange gedauert. Ja, ich wurde ausgebremst. Ist jetzt auch nicht so der Traum, den ich hatte, aber naja. So. Warte mal. So, das, das. Und jetzt nochmal durch. Hoffentlich nicht wieder Zeitkisten, die kurz vor dem Ende dann noch irgendwo rumschimmeln. Sieht natürlich wieder auf den Sack sowas. Kennt ihr aber mittlerweile. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. So, hier ist noch eine Kiste. Da kann man schneller sein. Hier liegt auch noch einer. Ja, den kenne ich noch von früher. Das war immer so eine richtig gemeine Stelle. So. Oder hier kann man auch ganz leicht runterfallen, wenn man Pech hat. Es kommen komischerweise selten welche nacheinander. Aber dann... was ist das denn für ein Loch? Aber dann sollten sie auch gefährlich sein. So, Crash Crush. Schönes, schöner Leveltitel. So, einmal hier, dann hier. Und schon haben wir wieder ein bisschen Zeit gespart. Ja, langsam tut es wieder im Daumen weh, aber das kommt, glaube ich, nur so hin und wieder mal. Ja, komm schon. Jetzt schneller und jetzt hier drauf. 1,34. Na, das hat doch mal für Saphir gereicht. Das ist schon einigermaßen okay. Aber ich denke mal, wenn ich die Relikte richtig mal auf Zeit pumpen will, dann werde ich das außerhalb der Aufnahmen machen, weil das stört mich dann doch ein bisschen. So. Der Plan für das nächste Level, der steht schon. Also, ja klar, Eel-Deal kommt jetzt erstmal. Habe ich völlig vergessen, dass dann noch eins zwischenkommt. Das war ja, weil ich dieses Level ursprünglich vergessen habe zu machen als Relikt. Warum auch immer, muss ich jetzt nochmal extra separat hochladen. Freut mich natürlich auch, aber naja. Das ist halt so. Und ich wette, es werden locker mal einfach über 100 Videos von Crash Bandicoot. Es kommen ja jeden Tag irgendwie schon fast 10 oder so. Und dann wird das natürlich dementsprechend viel. Ja, bis zur nächsten Aufnahme, haut rein. Tschüss.